Du hast einen unerwarteten Punkt vorgebracht, mein Freund. Ich werde so viel dazu sagen. Es scheint, als gäbe es zu guter Letzt eine neue mögliche Erwägung. Wie hast du das alles erfahren? Wir können jetzt sagen, dass die uns wieder mit dem Dutzenden ein bisschen besser stellen, indem wir sie mit ins Lob nehmen, oder sagen, wir waren es selber. Hagrim ist mal so ähnlich und sagt, Hagrim ist mal so nett, dass es sich mit den Dutzenden nicht weiter verscherzen will und zieht sie mal mit rein. Though it would seem that not all of them were in on your investigation. Nevertheless, I am pleasantly surprised by their open-mindedness here. Obwohl es so aussehen würde, als ob nicht alle von ihr deiner Untersuchung Bescheid wussten. Als ob nicht alle von ihnen über deine Untersuchung Bescheid wussten. Er richtete den Blick auf Edric. Nichtsdestotrotz bin ich angenehm überrascht von ihrer Offenheit hier. But these hearings are about more than Widwin's legacy, even though that is our most pressing concern. Let's say for the moment that I were to take you at your word that our friends in Brackenberry Sanitarium and their peers bear no responsibility for this curse upon my country. I'm curious. What would you do if you were in my position? Bei diesen Angehörungen geht es jedoch um mehr als nur um Widwins Vermächtnis, auch wenn dies unser dringendstes Anliegen ist. Nehmen wir für den Augenblick mal an, dass ich dir glaube und dass unsere Freunde im Sanatorium von Farnheim und ihre Kollegen für diesen Fluch über mein Land nicht verantwortlich sind. Ich frage mich, was würdest du an meiner Stelle tun? Ich würde den Besehenen weiterhin ihre Arbeit erlauben, sie untersuchen Fragen, die wir alle verstehen möchten. Wenn wir mehr wüssten, da hätte diese Krise vielleicht verhütet werden können. Die Beseelung sollte im Dürrwald studiert werden. Wenn ihr es nicht tut, dann wird es jemand anderes tun und sie werden große Macht auf euch ausüben. Die Beseeler vom Dürrwald wurden an der zu langen Leine gehalten. Die Ausübung sollte eingeschränkt und kontrolliert werden. Um ehrlich zu sein, bin ich nicht ganz sicher, ob die Beseelung nichts mit Weißmanns Vernächtnis zu tun hat. Es wäre schlau, die Übungsübung zu verbieten, zumindest vorerst. Die Beseelung ist zu gefährlich, wir hätten sie nicht nutzen sollen und wir haben gezeigt, warum wir dessen unwürdig sind. Sie sollte geächtet werden. Nehmen wir das hier. Das macht am meisten Sinn, wenn nämlich andere Regionen wie die Valianischen Republiken zum Beispiel weiter die Beseelung studieren und es hier zum Erliegen kommt, dann schleudert das den Dürrwald um Jahrhunderte zurück im Fortschritt. Palegina blickt mit regungsloser Miene in deine Richtung und nickt abfällig zur Zustimmung. Genau deswegen. Alof schüttelt den Kopf. Beseeler dienen ihrem eigenen Ehrgeiz und ihrem eigenen Geldsäckel. Ihnen diese Macht zu verleihen, ist, als würde man ein Kind in einer Waffenkammer frei herumlaufen lassen. Very well. That is all I wish to hear. Not just from you, but from everyone. Many days we've been at this. It is time we put it to rest. Gut, das ist alles, was ich hören wollte. Nicht nur von dir, sondern auch von allen. Wir haben viele Tage damit verbracht. Es ist an der Zeit, dass wir es zum Abschluss bringen. I want to thank the delegations for helping me collect my thoughts. And our new delegate, who has warned us of a new possibility that must be looked into. Ich möchte die Delegation dafür danken, mir beim Sammeln meiner Gedanken geholfen zu haben. Und unserem neuen Delegierten, der uns auf eine neue Möglichkeit aufmerksam gemacht hat, die wir in Augenschein nehmen sollten. The time has come to choose a direction for the Deerwood. I am ready to make my pronouncement. Es ist an der Zeit, eine Richtung für den Dürrwald zu werden. Ich bin bereit, meine Verkündigung zu machen. Ramir de Barash, representing the interests of Animancers in Deerwood. Step forward. Your Grace. Okay, was passiert jetzt? Chaos. Are both strong in their own way. I must be careful in my judgment. Forgive me, Your Grace. We will accept no judgment but our own. What's he doing? No! Abandon you! No, no, wait! Missed. Du kommst nicht mehr davon. I've given you every chance to end this pursuit. Shall I end it for you? Another time. I am already late.
Oh, was ist jetzt mit uns passiert? Toll, jetzt haben wir einen Dorftrottel in der Festung. Aber das ist jetzt Nebensache. Die Worte, solches für dich beenden, ertönen in deinen Ohren. Du versuchst nach Luft zu ringen und kämpfst damit, das Gleichgewicht zu halten. Du fällst auf ein Knie und siehst, wie Taos aus dem Gebäude eilt. Die Welt um dich herum wird trübe, die Schreie und das Klirren von Waffen blenden in Stille über. Alles, was bleibt, sind die Worte. Shall I end it for you? Solches für dich beenden. Taos steht auf einer Kanzel hoch über einer Versammlung von Zuschauern in Roben, unter denen auch du bist, die zusammengedrängt in einer weiteren kreisförmigen, in den Stein gehauenen Grube. Er wendet sich einer Frau zu, die mit dem Rücken auf ein großes eisernes Rad gefesselt ist, das auf dem großen Steinschund gerichtet ist. Okay, das kann nicht gut ausgehen. Viele Finger und Zehen der Frauen sind verletzt und die Fußsohlen sind schwarz verkohlt. Der foltert die gerade. Die Haut auf der einen Seite ihres Gesichtes sieht wie geschmolzenes Wachs aus, schwarz und rot. Und zickernd über dem Winkel ihres Rückens lässt auf ein gebrochenes Rückgrat schließen. Doch trotz allem zeigt ihr Gesichtsausdruck noch wenig ihrer Qual. Okay, die ist hart im Nehmen. Ist das die, aus dem Haus Hadrit? I am already at peace, Grand Inquisitor. Are you? Ihre Augen sind nur leicht geöffnet und ihre Worte kommen zwischen würgenden Atemzügen, doch sie sind gleichmäßig ungebrochen. Ich bin bereits mit mir im Frieden, Großinquisitor. Bist du es auch? So be it. If you desire no end, you shall have none. I find you guilty of heresy. May the eternal prison bar your soul from passage, for it is beyond redemption. Okay, das wollte ich jetzt gerade laufen lassen, den Text, bevor ich mich einmische. Hagrim hat Herrschaft des Schläfer erhalten. Das ist aber nicht gerade perfekt, dass das so erscheint. So soll es sein. Wenn du kein Ende wünschst, sollst du auch keins haben. Ich erkläre dich der Ketzerei für schuldig. Möge das ewige Gefängnis deiner Seele den Übergang untersagen, denn sie ist jenseits von Erlösung. Er nickt einem vermummten Wärter zu, der damit beginnt, sie von dem Rad loszubinden. Du richtest die Augen auf die Balkendecke der großen Eingangshalle der Herrenhalle. Das Klirren von Metall auf Metall weht mit dem Schreien der Verwundeten in dem Raum, während du dich erhebst. Taos ist fort. Palegina steht über dir, ihr Blick huscht durch den Raum, bevor sie zu dir hinabblickt und dir eine Hand reicht. Ihre Augen leuchten mit einem inneren Licht, ihre Stimme nimmt einen andersweltlichen Ton an. Steh auf, sofort. Auf der anderen Seite vernimmst du das Klirren der Rascheln eines Kettenhemdes. Du schaust hinüber und erblickst einen verwundeten Wachmann, der zusammengesackt an der Wand lehnt. Er versucht etwas zu sagen, scheinbar in deine Richtung, doch zuerst etwas zu leise, um verstanden werden zu können. Er holt Luft und kann mit Mühe einige Worte krächzen. Lady Webb, sie ist die Einzige. Sie muss es erfahren. Sie wird wissen, was zu tun ist. Bitte finde sie, erzähle ihr aber alles. Die Wache verliert das Bewusstsein und rutscht lautlos auf den Boden. Verdammt. Hat irgendjemand was dazu zu sagen? Hast du noch immer die Vision von den Fällen? Ja, und von der Höhle und das, was sich darin befindet. Eine kleine helle Glut des Glaubens, bewacht von einer schrecklichen Gefahr. Ja, das war der Drache. Das war jetzt gerade... Nonsens. Jeder bloß nicht raus. Auf den Straßen herrscht Unruhen. Ach du meine Güte. Und da kommen wir nicht rein. Verdammter Taos. Jetzt haben wir eigentlich alles so weit gehabt, dass es laufen sollte. Und jetzt ist alles ruiniert. Niemand kann uns mehr helfen. Oh, und wir sind in dauerhafter... Kampfhaltung. Okay. Das heißt, wir haben jetzt das totale Chaos da draußen. Weil der Duck von Taos getötet wurde. Hagem hätte schneller reagieren sollen und Taos einen Bolzen verpassen sollen, aber das hätte wohl wahrscheinlich gegen das Drehbuch verstoßen.
Okay, Justizier. Gegen Gemeine. Wegtreten, wir möchten nicht gegen dich kämpfen. Aua. Musste das sein? Okay, wir müssen also auf jeden Fall aufpassen und... Was, der Turm hier brennt? Die Steine des so alten Turms wurden von Jahrhunderte altem Feuer geschwärzt. Ah ja, okay, jetzt brennt der Turm. Dieser Haufen steckt mit den Beseelern unter einer Decke. Okay, jetzt werden auch hier Gemeine. Ein dutzender Märtyrer. Ja, das ist der da. Oh, hier können wir nicht durch, ja? Okay. Das gibt alles hier nur Klopperei. Ich sollte abhauen. Ich muss nicht wirklich zusehen, wie die sich gegenseitig abschlachten. Oh, nebenbei. Der macht minus 2 Prestige. Aber weißt du was? 75 Kupferpanz, weg mit dir. Und ich habe was gelernt, wenn ich richtig gesehen habe. Ah ja, Herrschaft des Schläfers. Oh, cool. Porolphase einmal. 20 Sekunden ist nicht viel, aber ist für Bosskämpfe wie den Drachen zum Beispiel gut geeignet. Okay, und ich kann gar nicht mehr über die Map steuern. Ich komme jetzt wohl direkt nach Farnheim. Toll, die Besprechung, die hat war erfolgreich, nur danach gab's Chaos. Oh, Scheibe. Right. Die Gemeinen haben das Sanatorium in Brand gesteckt. Und haben auch dazu nichts mehr zu sagen. Ach du Heiliger, ist das... Haben sie den Brunnen mit Blut gefüllt? Also hier in Farnheim sieht das Ganze nicht so gut aus, hä? Ja, wir müssen gucken, dass wir Lady Web erreichen. Hier brennt wirklich alles. Ja gut, die Zwölfen geben jetzt den Beseelern die Schuld, weil Taos das so eingefädelt hat. Oh nö. Tote Dunrid-Agenten. Das verheißt auch nichts Gutes. War der bleibende Schlüssel hier drin? Und nein, das ist überhaupt nicht richtig, was ich hier gerade mache. Die toten Dunrid-Agenten plündern. Nee, das Einzige, was ich jetzt machen werde, ist endlich mal wieder speichern. Weil wir sind schon wieder am Ende der Aufnahmesession, auch wenn es jetzt spannend wird. Aber bis zur nächsten Folge sind wir eh wieder weiter. LP 18. LP... 18. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.